Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der 7 Minutes Quads. Das hier ist die Episode Nummer 81 und es ist außerdem das von mir als letztes kommentierte Video im Jahr 2014. Denn hiernach kommt ja noch das Bonusvideo und dementsprechend nichts mehr kommentiert ist. Das heißt, auf diesem Weg wünsche ich euch allen, die das Video jetzt hier schauen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht nicht zu viel Scheiße, sauft nicht zu viel. Ich weiß, wie das enden kann. Ja. Und habt auf jeden Fall eine schöne Zeit mit eurer Familie oder mit euren Freunden, je nachdem, wie ihr das Ganze feiert. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Ist eine nette Geste nochmal zum Jahresabschluss. Wenn wir 1500 Likes, irgendwie sowas in der Richtung schaffen, wäre das richtig, richtig geil. Und das dazu. Kinguin in der Videobeschreibung für BSL Microsoft Guthaben und Sennheiser für Headsets vom Marktführer, wenn ihr da Bedarf habt. Und wir suchen mal wieder unsere Spieler raus für die heutige Episode und gehen auf Seite 2 und suchen uns von hier erstmal einen normalen Spieler raus. Was ist normal? Ein Spieler halt einfach. Nehmen wir Verfan, habe ich noch gar nicht gespielt, glaube ich. Als nächstes brauchen wir noch einen Spieler über 30k und das machen wir natürlich auch noch direkt. Ich habe gestern mal wieder gestreamt, ja, ich werde jetzt in Zukunft häufiger streamen, denn das Stream macht mir überraschenderweise sehr, sehr viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt zwar immer wieder Momente, wo ich mir denke, ernsthaft, solche Menschen müssen deine Videos gucken oder deinen Stream gucken und dann denke ich mir aber wieder, oh, die sind korrekt. Also nicht bei den gleichen Menschen natürlich, aber na, ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. So, wen nehmen wir denn jetzt hier mal? Rooney. Eigentlich hatte ich Bock auf Rooney. Habe ich auch noch nicht gespielt. Nehmen wir Wayne Rooney. Zum Abschluss des Jahres. Wayne Rooney. Oder nehmen wir Griezmann. War das der Second In von Griezmann? Nehmen wir Griezmann, oder? Wir können auch beide nehmen. Wir können auch beide nehmen. Wollen wir beide nehmen? Wir nehmen mal beide, komm, zur Feier des Tages, zur Feier des Jahres sozusagen irgendwie auch. Nehmen wir mal sowohl Antoine Griezmann und Wayne Rooney und benutzen die beide in diesem 7-Minute-Squad. Alter, wie teuer ist denn Griezmann? Das ist ja bescheuert. 188 sehe ich da. Stellen wir mal hoch. So, derzeit überlege ich jetzt schon mal, ob ich den wirklich noch einbaue. Ja, normalerweise, ja, komm. Sind es dann zwar drei Spieler und nicht so ideal, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie ist es auf jeden Fall schaffbar. Oder? Ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Nehmen wir mit. Nein. Nehmen wir mit. Okay, so, Griezmann und Fafan. Die Sache ist, du kannst so gesehen, hätten wir einen französischen Spieler bei Manchester United, dann würde es gehen, aber so geht es nicht. Das heißt, wir nehmen nicht den guten Rooney, sondern gucken einfach mal nach, was für eine Formation uns gegeben wird. Das 4-3-2-1, das ist okay. Dann packen wir Griezmann in den Sturm und auf die rechte Seite packen wir Fafan nochmal als Dream Squad Spieler, weil ich glaube, ich habe ihn ja noch nicht gekauft. Jefferson Fafan. Und dann legen wir los. Es muss noch der Timer gestellt werden, aber das ist ja gang und gäbe hier. Das geht ja relativ fluxy. So. Zack, 7. Und 3, 2, 1. Und Start. So, okay, wir entfernen erstmal den Fafan von der Beobachtungsliste und legen los mit einer guten Frage. Und zwar, welchen linken Flügelspieler gibt es bei Atletico Madrid? Wenn es jetzt keinen gibt, bin ich nämlich komplett durch. Weil dann kann ich nichts mehr machen. Weil dann brauche ich einen französischen aus der BBVA und rate mal, wie viel es da gibt. Richtig, einen. Und das ist Griezmann. Zum Glück gibt es Koke und Ada Turan. Ich glaube, ich nehme Turan. Ja, nehmen wir Turan. Gut, dann können wir ins zentrale Mittelfeld gleich mal den Boateng erstmal stellen. Nehmen wir Boateng. Wir gucken erstmal nach, was bei Schalke noch so gibt. Vielleicht ja irgendwas Interessantes, was mir jetzt entgangen ist, aber normalerweise wäre Boateng meine Wahl. Boateng, Überraschung, Boateng, nehmen wir Boateng. Gut, dann machen wir als nächstes, wir brauchen einen Zentralmittelfeldspieler aus der Bundesliga, der türkischer Abstammung ist, denn, logischerweise, wenn wir Ada Turan haben, müssen wir den irgendwie noch verlinken. So, Türkei. Bundesliga. Natürlich gibt es Nuri Sahin, es gibt aber auch natürlich Hakan Şalhanoğlu.
Habe ich schon absichtlich so ausgesprochen, keine Sorge. Liebe Leverkusen, ne? Nehmen wir einfach Schalanunu. Schalanunu. So. Zack. Als nächstes brauchen wir einen zentralen Mittelfeldspieler. Okay, es wird nicht noch links wasted, wenn ich so mache, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Wir nehmen einfach einen zentralen Mittelfeldspieler aus der Türkei und da nehme ich jetzt dran, denke ich jetzt gerade an Selçuk İnan. Aber erstmal brauchen wir einen Rechtsverteidiger oder Innenverteidiger aus Ghana. Natürlich gibt es da beispielsweise einen Isaac Forza, wobei ich nicht weiß, ob es den Ultimate Team noch gibt. Es gibt einen Boy, sogar aus der türkischen Liga. Es gibt einen Akaminko, auch aus der türkischen Liga. Also von daher wäre das möglich, ne? So ist es nicht. Aber das ist irgendwie auch langweilig, weil dann sind wir direkt in der türkischen Liga und dann können wir keine weitere Liga einbauen und drei Ligen sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu blöd. Bei Rechtsverteidigern weiß ich, dass es Opare gibt. Mehr gibt es, doch es gibt noch Mensa aus der Extraklasa, aber das ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen, naja. Nehmen wir Opare, das Au-pair-Mädchen, und dann nehmen wir einen Innenverteidiger aus der portugiesischen Liga. Liga Portugiese. Ach, die ist ja weiter vorne, ne? Die ist jetzt anders. Die heißt jetzt. Ich bin dran vorbeigeflogen. Die heißt jetzt. Primera Liga. Na gut, okay. Doch nicht so abwegig. Ja. Man könnte jetzt Bruno Martins Indi und Helton nehmen. Man könnte auch Marcano und Fernandes nehmen, aber ich glaube, ich bleibe bei Bruno Martins Indi und Helton. Dann bleibt es nämlich Gold. Haben wir schon Brasilianer? Nein. Dann machen wir das so. No Links Wasted sind wir ja eh schon nicht mehr, dann ist das auch nicht so schlimm. Heldenball bestimmt. So, was für ein guter Spruch. Als nächstes brauchen wir noch einen Innenverteidiger aus der Super League, einen zentralen Mittelfeldspieler aus der Super League erstmal. Weil ich ja noch nicht weiß, wen ich da hinstellen soll. Er sollte Türke sein, das haben wir schon gesagt. Aus einer anderen Liga gibt es wahrscheinlich keinen türkischen zentralen Mittelfeldspieler, außer halt aus der Bundesliga, bin ich mir relativ sicher. Aber nachgucken kann man ja mal. Doch, Salih Uçan gibt es noch. Es gibt noch Salih Uçan. Dann wären wir zwar wieder bei Silber, aber Salih Uçan ist bestimmt ein Spieler, den viele von euch mal gerne bei mir in einem Squad sehen würden. Kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Und dann könnten wir theoretisch immer noch in die Super League gehen. Und einfach ein Perfect Link zwischen Innenverteidiger und Linksverteidiger nehmen. Oder wir machen es jetzt so, dass wir in der Serie A bleiben und einen Perfect Link zwischen Innenverteidiger und Linksverteidiger nehmen. Weil das ginge auch, dann hätten wir einfach eine Liga weniger. Aber dafür eine Nation mehr. Wie viele Ligen haben wir jetzt? Wir haben 4 Ligen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nationen. Sonst hätten wir 6 Ligen, 5 Nationen. 5 Ligen, 6 Nationen, so ist richtig. Gucken wir nach, was es für Perfect Links zwischen Innenverteidigern und Linksverteidigern in der Serie A gibt. Danach werde ich das entscheiden. So, es gibt Kastan, aber der hat nur einen Perfect Link zum Rechtsverteidiger. Es gibt allgemein wenige Linksverteidiger. Es gibt beispielsweise den Perfect Link zwischen Zapata und Amero, den man benutzen könnte. Ich bleibe bei könnte, weil es halt nicht unbedingt ideal ist. Schauen wir erstmal nach Linksverteidigern, weil mit den Innenverteidigern kenne ich mich besser aus. Wir haben einen Radu, wir haben einen Cole, wir haben einen Dramé, wir haben einen Evra, wir haben einen Riera, wir haben Zuniga. Amero ist mir für einen Silberspieler ehrlich gesagt viel zu teuer. Ich bin mit Zuniga schon relativ unzufrieden und den habe ich in meinem anderen Team eingebaut und der ist schon nicht so krass. Es gibt halt bei beispielsweise Juventus keinen Linksverteidiger mehr. Ne? Das ist ein bisschen blöd. Also zumindest keinen italienischen, kein Perfect Link Innenverteidiger. So ist richtig. Das ist ein bisschen doof, aber an sich. Findet man überhaupt irgendeinen Perfect Link zwischen Innenverteidiger und Linksverteidiger? Gehen wir mal Italien ein als Nationalität. Ich meine, ich weiß nicht, wo die Zeit ist, aber wir haben beispielsweise Chievo Verona, wir haben Fiorentina und Torino.
Torino, nee, nicht links, in. Das war sogar ein ehemaliger Bundesligaspieler. Moretti und Bovo sind beide Kacke. Okay, so als nächstes. Chievo Verona, hier Fiorentina haben wir keinen und Chievo Verona haben wir einen, aber der hat 35 Pace, das ist noch einer mit 69 Pace, das ist Gamberini, aber der ist klein. Wobei, 1,85 geht eigentlich. Wollen wir das machen? Mal sehen, was die Alternativen. Also sagen wir mal jetzt, haben wir es theoretisch. Das heißt, wir stoppen jetzt den Countdown. Aber ich würde ganz gerne nachgucken, was es für eine Möglichkeit gibt. Oh, guck mal, 6 Sekunden vor Schluss. Ich möchte gerne gucken, was es für eine Möglichkeit gibt in der Super League an türkischen Innenverteidigern mit Perfect Dings. Ich weiß, dass es Erkin und Irtegün gibt, genau. Oder wie heißt der andere nochmal? Korkmaz. Aber sonst, Toramann, okay, der ist klein. Ja, Kaya, ich glaube, es gibt keinen türkischen Linksverteidiger bei. Bei Gala, bei Trabzonspor könnte es theoretisch. Da ist nur 1,82. Sonst bei Bursaspor vielleicht. Genau, da gibt es auch Aziz. Der ist zwar auch nicht gerade groß, aber. Gucken wir erstmal nach Linksverteidigern. Es gibt einen bei Trabzon. Es gibt einen bei Sivaspor. Es gibt einen bei Kasımpaşa. Es gibt natürlich einen bei Fener. Das wusste ich ja schon vorher. Es gibt sogar zwei bei Fener. Es gibt nämlich noch Kaldirim anscheinend. Çiftçi. Ja gut, das ist der Falsche. Ich glaube, dann bleiben wir bei Gamberini und bei, ja, wir bleiben bei Gamberini und Biragi war es, glaube ich. Dann würde ich sagen, baue ich das Team eben zu Ende. Muss ich mal kurz strecken hier und melde mich gleich wieder, wenn ich fertig bin. Und dann gehen wir ins Spielchen. Bis gleich. Im Folgenden wird die Soundqualität extrem scheiße sein, weil ich einfach vergessen habe, beim Spiel mit meiner Software aufzunehmen, mit der ich den Sound aufnehme und einfach mit der Webcam aufgenommen habe, was sehr, sehr scheiße ist. Aber ich hoffe, ihr könnt es verkraften. Es ist nicht so mega schlimm, aber es hört sich halt scheiße an. Trotzdem viel Spaß. So, da sind wir mit dem fertigen Squad und das sieht eigentlich relativ nice aus, muss man sagen. Ist zwar nur hinten Silber und nicht vorne, aber das ist auch nicht so schlimm, glaube ich. Bin mal gespannt, wie sich Griezmann in dem Spiel jetzt so machen wird. Ich glaube, ich teste den auch nochmal exklusiver aus, ja. Mal schauen. Ich denke mal, ja, wobei, ich werde mal sehen, was der mir jetzt im ersten Spiel so verspricht. Und dadurch entscheide ich dann, danach geht dann die Entscheidung, oh, ist doch vollkommen Lachs, was ich eigentlich laber schon wieder, ne? Ob ich den weiter teste oder nicht. Wie auch immer, ich gehe ins Spiel, bis gleich. Und Max hat Glück. Und Max hat Glück. Und Max hat wieder mal voll Glück. Ja. Rojo, Fellaini, Blind, Raphael, er versucht sich wohl irgendwie ein Manchester United Team aufzubauen. Gile im Tor, Affelei als Zehner, Vierinha als Zehner, warum er da nicht einfach 4-4-2-2 nimmt, weiß ich nicht. Vorne Rossi und Torres, gute Spieler, keine Chemie, könnte einfach werden, könnte scheiße werden, schauen wir mal. So, Griezmanns erste Aktion im 16er, sehr schön gemacht und dann ist der Weakfoot da, aber das war auch schlecht von mir gemacht. Was mir einfach Fun auffällt, mal wieder, beziehungsweise eigentlich erstmals, aber das ist so mal wieder bei einem Spieler. Er ist einfach schlechter als die letzten Jahre, weil die Four-Star-Skills fehlen. Bei Ibra ist es, weil die Five-Star-Skills fehlen, auch wenn er nicht so viel schlechter ist. Aber bei Fafan, du merkst einfach, wie der einfach... Der ist nicht mehr so brauchbar. Weil ohne Four-Star-Skills kannst du ausnehmen, dass du viel weniger Möglichkeiten. Das ist extrem scheiße. So, Griezmann wieder. Das war wieder blöd. Aber ich will halt einfach nicht so mit rechts abziehen, wisst ihr? Ich wollte halt mit links jetzt rüberlupfen, aber nö. Kleine Anekdote aus Max Real Life. Ich musste gerade bei der Situation, bei dem Lupfer mit links, den ich mit Griezmann machen wollte, an gestern Abend bei mir bedenken, denn ich habe das Spiel von Krasnodar gesehen gegen Wolfsburg, also das Heimspiel von Wolfsburg, und da hat Hand so ein Tor gemacht. Und da fällt mir jetzt gerade wieder ein, dass ich Wolfsburg mal loben muss. Ja, das wollen jetzt die wenigsten von euch hören, weil Wolfsburg ist ja scheiße. Aber, also nicht in meinen Augen, aber in vielen von euren Augen. Und der Stadionsprecher von Wolfsburg, der ist echt geil. Weil Bendtner hat ja in 2 Minuten Doppelpack gemacht mit dem Elfmeter und dann mit einem Finesse-Schuss mit seinem Weakfoot, ja.
Und beim zweiten Tor hat der Kommentator, also der Kommentator, sag ich schon, der Stadionsprecher einfach gemacht, Niklas Bendtner, also, ne, also so gerufen, Torschütze mit der Nummer 3, Niklas Bendtner. Und beim zweiten oder dritten Mal auf jeden Fall, ich habe mich totgelacht gestern, habe ich es noch zweimal angeguckt, dann extra nochmal zurückgespult. Praise the Lord, Niklas Bendtner. Ich habe das so gefeiert, ne, ohne Scheiß. Für sowas liebe ich Stadionsprecher, sowas müsste öfter mal passieren, so Lord Schlaudraff oder sowas. So, kleine Anekdote, komplett unnötig, aber ist ja egal. Kann ja mal passieren. Ist ja Silvester, ne? Ich bin schon angetrunken. Sagen wir es als Ausrede. Oh, shit. Dass er den so reinhaut, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Weil bisher war der, ja, aber stellungsspielmäßig, nee. Aber das war jetzt ordentlich. Das war echt nicht schlecht. Ist das jetzt der Rage Quit? Nee, das wäre auch lächerlich gewesen. Echt so in den Winkel geschweißt? Ja, okay. Gut, dann, nice. Nein, oh. Gibt's doch nicht. Ich wollte noch sagen bei der nächsten Szene dann, dass mir das Team nicht so wirklich gefällt wegen den beiden Außenspielern. Das heißt wegen Turan und wegen, oder wegen Ada und wegen Fafan und das ist so, aber die Szene an sich war nicht schlecht. Okay, Elfmeter. Die Person, die man bisher am wenigsten gesehen hat in diesem Spiel übrigens, ist Saliujan. Das finde ich ein bisschen schade, aber der ist relativ unauffällig. Ich meine, gut, ist halt der beste Spieler. In Realität ist er, also ich habe mir anders predicted, auch wer sich daran noch erinnert, ja. Ich hätte mir ihn ein bisschen besser gewünscht, aber an sich ist die Karte ja mit 4-Star Skills und 5-Star Weakfoot nice, ne? Aber irgendwie nicht so wirklich krass. Liegt vielleicht am Non-Rare, wer weiß. So, Griezmann macht den natürlich, nicht for fun. Natürlich die Statistik gleich pushen, wenn ich den schon weiterspiele, ne, ist ja ganz klar. So. Zack, und... Jawohl, 2-0, sehr schön. Nein, ich bin so blöd. Oh, war das dumm. Ja, Torwartfehler und lustigerweise hat mein Dad gerade aufgehört zu bohren, das heißt, man hört es gerade nicht, das heißt, ich muss ja schnell reden, damit ich das, also vor dem nächsten Bohrintervall wieder fertig bin. Ja, was Gileda macht, das weiß keiner so wirklich. Aber Fafan halt, hat halt keinen schlechten Schuss, auch wenn er normalerweise nicht reingegangen wäre. Trotzdem nice. Nebenbei merkt es dieser Skill Move hier sowas von effektiv, ne, da kannst du so viele Gegner mitstehen lassen, das ist so nice. So, Griezmann Longshot. Oh, wäre das jetzt nice gewesen. Aber nein, leider nicht, weil Gilet diesmal da ist. Wow, also Gilet hat echt absolut keinen Bock. Den hätte er auch halten müssen, eigentlich. Aber gut, so macht der Prince nochmal sein Tor. Auch nicht schlecht. Und wir gewinnen wohl hier, ohne einen Torschuss auf unser Torkassier zu haben. Was eigentlich relativ cool ist. Wow. Ich habe extra noch eine Videodatei angefangen, ja. Also, ne, damit das halt nicht zu lang wird, damit ich das noch benutzen kann. Und jetzt bricht er einfach 3 Sekunden nach der neuen ab. Klasse. Wunderbar. Einzigartig geil. Na gut, das war's dann von diesem Video. Das war's von diesem Spiel. Ein sehr, sehr souveräner Sieg. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch jetzt abschließend einen guten Rutsch ins neue Jahr. An die, die nicht gesund sind, werdet gesund. An die, die gesund sind, bleibt gesund. Und dann werden wir im neuen Jahr richtig viel Spaß miteinander wieder haben und hoffentlich eine schöne und geile Zeit hier auf YouTube verbringen können. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und einen guten Rutsch. Haut rein und ciao.